Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS17, ja, auf der Map Felsbrunnen. Genau, Felsbrunnen hieß die Map. So, und wir werden direkt mal starten. Wir müssen unsere Sämaschine, aber die kann man gar nicht einklappen, ne? Die kann man gar nicht einklappen, habe ich gar nicht mit berechnet, dass das so ein riesen Geschoss ist. Wie sollen wir da denn mit fahren vernünftig? Okay. Können wir mal ein kleines bisschen lauter machen. Ja, das ist ein Geschoss. Da müssen wir, naja gut. Wir haben ja unsere Felder direkt nah am Hof. Boah, so, dann können wir mal. Alter, der rutscht auch. Irgendwie bin ich immer noch nicht ganz so warm mit der Lenkung. Die finde ich, keine Ahnung. Es kommt mir irgendwie so schwammig. So, keine Ahnung, so. Finde ich die Servolenkung ein bisschen defekt, Leute? Ich weiß es nicht. So. Die können wir auf jeden Fall hier mal abstellen. So, liebe Leute. Wir brauchen auf jeden Fall noch... Oh, diese Reifen, die sehen schrecklich aus. Wir fahren lieber mal so. Wir fahren jetzt noch mal zum Händler zurück, weil wir müssen noch so einige Gerätschaften kaufen. Ich wäre auch dafür, dass wir uns vielleicht einen Drescher kaufen, den wir standardmäßig auf dem Hof haben. Dann brauchen wir uns nicht immer einen leihen. Das finde ich schon persönlich viel besser. Deswegen, jetzt fahren wir nochmal ein paar Sachen. Und wir brauchen auf jeden Fall noch einen Pflug haben wir, eine Sämaschine haben wir. Wir brauchen noch was zum Düngen auf jeden Fall. Wir brauchen noch was zu düngen. Ach so, ich wollte sowieso nochmal gucken. Leute, Spieleinstellungen. Spieleinstellungen. Wachstum machen wir mal schnell. Pflanzen sterben aus. Fruchtzerstörung an. Pflügen an. Kalken. Und das lassen wir alles drin. Das wollten wir. Stop to go. Automatisch starten. Schmutz normal. Zeitskalierung. Das passt. Sehr schön. So, Leute. Wir brauchen noch einen Hänger. Nee, nicht Miststreuer. Einen normalen Anhänger. So, für uns klein normalos reicht hier so einer. Wie viel passt da rein? 14.000 Liter. Das passt. Ah, Michelin kosten 2.000 mehr. Lassen wir hier Trelleborg. Die sehen breiter aus, die sind sehr schön. Das Ding kaufen wir. So, Leute, und dann gucken wir jetzt nochmal schnell. Na, ach, was wollte ich? Ein Miststreuer, ne? Ein Miststreuer. Nicht Miststreuer, Düngestreuer, Entschuldigung. So, was haben wir denn da? 20.000. Oh, der kostet echt 39.000. Eigentlich müsste so einer reichen erstmal, ne? Für unser kleines Feld müsste der locker reichen. Aber andersrum, hier passt so viel rein. Ich glaube, wir kaufen uns erstmal den. Das reicht erstmal. Kaufen. Ja. Sehr schön. So, Leute. Dann können wir schon mal wieder ein bisschen was zum Hof zum Rückfahren. Und dann nehmen wir erstmal den Düngestreuer. Dann können wir auch gleich schon mal auffüllen. Sehr schön. Auf mit dir. Dann laden wir dich auch gleich schon mal hier. Oder ach, da waren nur 10 Körner drin. 10 Düngekörner. So, den Rest. Da machen wir dich gleich voll. Ich glaube, da können wir nochmal 2 kaufen, sage ich doch. P. Zack. Big Packs. Mineraldünger kaufen. Kaufen. Und dann noch eins kaufen. Sehr schön. So. Der Flug flügt, das ist schön. Dann können wir als nächstes direkt mit der Entschuldigung, Leute, mit der Sämaschine rübergehen. Aber was wollen wir als erstes sehen? Irgendwas, was Geld bringt und irgendwas, was uns was bringt. Wir haben noch 294.000 Kredit, könnten wir, glaube ich, ein bisschen aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Kredit haben. So, Leute, das reicht. 3.000 reicht erstmal. Den können wir jetzt schon mal zurückbringen zu unserem Hof. So, liebe Leute, und rum um die Kurve.
Muss sagen, wir sind ein Fendt-Hof. Wir haben ein Fendt 700er Vario, müsste das sein, und einen kleinen 300er Fendt. So, ja, was ist denn das für einer? Das ist auch ein Vario 500er. Ich habe, glaube ich, die größere Motor. Nee. War das nicht ein 300er Fendt? Das sehen wir auf jeden Fall noch. So. Dich können wir erstmal hier runterstellen. Und zurück. So. Dann holen wir unseren Hänger nochmal. Unser Hof sieht noch so leer aus. Wir brauchen, glaube ich, echt noch ein Farmhaus. Dass das wenigstens aussieht wie eine Farm. Weil unser Farmer muss ja auch. Wir müssen ja auch irgendwo schlafen. Wow. Entschuldigung. Wow. Das war aber knapp, du Raudi, du. War rechts vor links, Kollege. So, jetzt holen wir unseren Hänger nochmal. Und dann könnten wir. Weiß nicht, mit denen könnten wir ja auch fast weiter flügen. Müssen wir mal gucken, wie viel PS unsere Sämaschine braucht. So, und Bremsen. Oh, der kämpft auch, ne? Schön unser Hänger drauf. Sehr schön. Kommt da was? Nein. So, liebe Leute, wir könnten nun dann nochmal gleich nach dem Mähdrescher gucken, was wir da so finden. Und wie viel Geld uns dann noch überbleibt. Da bin ich mal gespannt. Weil unser kleines Feld, das könnten wir auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen vergrößern. Das müssen wir mal gucken. Und ihr wisst es ja, wenn ihr bei mir auch schon LS17 geguckt habt. Meine Tochter möchte Pferde. Ich muss mir bestimmt eine Pferdezucht doch bald kaufen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir die auch hinsetzen. Was Pferde brauchen? Pferde brauchen, glaube ich, Hafer. Hafer bestimmt. So, Leute, den können wir auch mal hier rückwärts reinfahren. Rum mit dir. Wow. So, und. Ja, eine kleine Steigung hat er hier drin. So, und zack. Sehr schön. Eine kleine Steigung haben wir hier drin. Da gucken wir mal kurz. Moment. Jetzt nicht, was wir in der Garage haben. Garage. Ach, 500. 511er. Wie viel hat der? 115 PS. Wie viel brauchen wir hier? 108. Dann müsste das ja eigentlich gehen. Das ist sehr schön. Dann können wir den ja eigentlich davor setzen. Ich weiß auch nicht, ob er so eine Traktion hat. Ohne. Das müssen wir einfach mal sehen, ob das geht. So, komm mal her. Fahr mal an. So, liebe Leute. Jetzt gucken wir nochmal nach einem Mähdrescher. Mähdrescher, was haben wir denn da für standardmäßig? Alter Falter. Also, so ein altes Geschoss nehmen wir jetzt nicht. Aber 100.000, 105.000, das ist auch noch okay. Aber hier der 100.000er, der reicht doch. Der New Holland. Auch ein, glaube ich, bisschen älteres Modell. Ach, kommt, Leute, was kostet denn Leasingkosten? Leasingkosten ist dann bestimmt Mieten. Was kosten Arbeitswohner? Arbeitstag, okay. Ach, wir kaufen uns den. Kaufen. So, zurück. So. Dann brauchen wir ein Schneidwerk, ne? Mein Schneidwerk. Das ist dann das hier mit 4 Metern. Das war schon 5 Meter, ne? Hätten wir doch das andere vielleicht gekauft. Ach, egal. So, Leute, wir brauchen ein Schneidwerk noch. Kaufen. Und dann brauchen wir noch einen Schneidwerkswagen. Die sind. Wo sind die? Hier. Schneidwerkswagen. Glaube ich, das ist der erste. Ja, den nehmen wir auch. Kaufen. Sehr schön. So, Leute. Dann haben wir jetzt unseren ersten Drescher. Alter. Das ist aber auch. Das ist auch eine sehr grelle Farbe, finde ich.
Kommt mir das nur vor oder ist das so grell? Soll das so grell sein? Ja, von innen sieht er gut aus. So, komm einmal rum hier um die Kurve. Kollege. So. Oh, der ist auch so schwerfällig. Die sind, glaube ich, alle so schwerfällig. Hier ist es eine neue Fahrdynamik. So, dich nehme mal auf. Dann rückwärts. So. Wow. So ein bisschen mittig. Also Schneidwerkswagen drauflegen habe ich schon immer gehasst. Liegt nicht perfekt gerade, aber hoffentlich klappt das. Ey, unser gelber Stapler, der, boah, das ist echt knallegelb, ne Leute? Das ist sehr knallegelb. Und ankuppeln, ah, das liegt echt, das muss, glaube ich, ein bisschen weiter nach hinten. Aber vielleicht kommen wir so noch nach Hause. Wow. Alter Falter. Das ist mal ein Schwenkradius. So Leute, und Vollspeed. So, und dann geht's direkt los. Dann könnten wir gleich anfangen, nochmal ein bisschen vielleicht anzusehen. Was wollen wir als erstes machen? Wir brauchen Geld. Wir haben immer noch 150.000, 160.000. Da können wir gleich nochmal gucken, was wir für unseren Hof kaufen können. An Geräten bräuchten wir, glaube ich, jetzt erstmal nichts Zwingendes. So. Fahren wir mal auf unseren Hof. Wo noch nichts draufsteht. Ey, hier müsste, glaube ich, doch ein Farmhaus hin. Sonst ist das zu leer, finde ich. So, liebe Leute, den lassen wir mal kurz hier. So, dann gucken wir mal. P. Gebäude. Was haben wir denn? Tierhaltung, was haben wir denn hier? Ein Hund? Ach komm, einen Hund kaufen wir uns. Wo können wir den hinsetzen? Wo der nicht so im Weg ist. Hier vorne? Sehr schön. Einen Hund haben wir. Hühner. Was gibt's noch? Eine Kuhweide mit Mist. Pferd, Schwein, Schaf. Was brauchen denn die Pferde? Das ist Hafer. Das müsste Stroh und Wasser sein. Kühe kosten 100.000. Zeig mal, was brauchen wir denn für die Pferde? Ja, da brauchen wir schon ein bisschen, ne? Könnten das hier hinbauen? Leute, Pferde. Was kostet ein Hühner? Hühner ist nicht ganz so teuer, ne? Aber das kriegen wir nicht hier hin. Hier auch nicht. Hier könnte man die Hühner hinstellen. Ich weiß aber nicht, was das alles vom Feld wegnimmt. Leute, 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 Leute. Ich würde sagen, wir kaufen noch nichts. Ihr könnt es mir ja mal kommentieren. Das würde mich freuen. Schreibt es mal in die Kommentare, was wir kaufen sollen. Das würde mich freuen. So, Leute. Also lassen wir das erstmal. Wir haben noch 100. Ey, der kostet echt viel Geld, ne? Unser Motor starten. Unser Helfer, der kostet echt viel Kohle. So. Aber was wollen wir anpflanzen? Ich würde sagen, weil mal Z müsste es umstellen. Auch nicht. Z, doch Z. Leute, ich muss selber mal gucken, was die neuen Symbole sind. So. Raps könnten wir pflanzen. Raps. Gerste, was? Das ist das.
Raps ist das. Z, Z. Das ist Hafer, das ist Raps. Dann würde ich sagen, wir pflanzen hierauf Raps, weil das auch noch schön Geld bringt. So Leute, dann gucken wir gleich mal. Senken. Sie ist an. Und dann gucken wir mal, ob er das so wirklich schafft. Sehr schön. Oh, unser kleiner Fan, der zieht es, der zieht. Brauchen wir noch ein bisschen rüber, die Vögel ein bisschen wegscheuchen. Sehr schön, dann würde ich sagen, dann machen wir die Runde noch fertig. Und dann haben wir unser erstes Feld, fangen wir an schon zu sehen. Das freut mich, liebe Leute. Also auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge, werden wir das Feld weitermachen. Und ich werde warten, bis ihr mir fleißig Kommentare schreibt. Ich nehme wieder am Mittwoch auf. Die ist für Dienstag und Mittwoch die Folge. Genau, ich würde sagen, ich nehme am Mittwoch wieder auf. Und vielleicht habt ihr bis dahin fleißig kommentiert, was wir uns an Türe kaufen sollen. Liebe Leute, ich sage euch danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play LS19. Ich sage bis dahin auf Wiedersehen und tschüss.